Hallo zusammen, sonst kennt ihr mich eher als die Stimme aus dem Off. Für dieses Video habe ich mich getraut und begrüße euch einmal in der Einleitung vor der Kamera. Im folgenden Video beschäftige ich mich mit meinem aktuellen Wohnort, der Stadt Luzern. Bekannt vor allem für ihre tolle Lage am Vierwaldstätter See und bei klarem Wetter mit einem traumhaften Blick auf die Schweizer Alpen. Am Ende des Videos erfahrt ihr von mir noch meine ganz persönlichen Restauranttipps und wo es in Luzern meiner Meinung nach die schönste Aussicht gibt. Jetzt will ich euch auch nicht weiter aufhalten, nach einem kurzen Intro geht's auch gleich los. Kostenlos den Kanal abonnieren und ganz wichtig, Glocke aktivieren nicht vergessen, damit ihr zukünftig kein Video mehr verpasst. Und nun viel Spaß! Kappelbrücke. Beginnen wir mit dem Wahrzeichen der Stadt. Die Kappelbrücke mit dem Wasserturm. Die Brücke ist aus Holz, komplett überdacht und wurde in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts als Wehrgang erbaut. Mit etwas mehr als 200 Metern Länge ist sie die zweitlängste und mit fast 700 Jahren die älteste Holzbrücke Europas. Ursprünglich war die Brücke sogar noch deutlich länger. Durch die Auffüllung des Ufers Mitte des 19. Jahrhunderts wurde sie aber verkürzt. Im Inneren ist die Brücke unter dem Dach mit zahlreichen dreieckigen Bildern ausgeschmückt. Die Bilder dieser öffentlichen Bildergalerie erzählen von der Geschichte der Schweiz, des alten Luzern und des stadtheiligen St. Leodegar. Beim dramatischen Brand in der Nacht auf den 18. August 1993 fielen leider die meisten dieser Bilder und der größte Teil der Brücke der Feuersbrunst zum Opfer. Nur die beiden Brückenköpfe und glücklicherweise der Wasserturm konnten gerettet werden. Ausgelöst wurde der Brand vermutlich durch eine sorglos weggeworfene Zigarette, welche in ein darunterliegendes Boot fiel. Die Brücke wurde in einer Rekordzeit von nur 8 Monaten wieder aufgebaut und ein Teil der Bilder konnte wieder restauriert werden. Ein paar der nicht wiederherstellbaren Bilder erinnern heute noch als verkohlte Überreste an diesen Brand. Heute sind das Rauchen auf der Brücke und das Abstellen von Booten unter dieser Brücke verboten. Ein prägender Teil der Brücke ist auch der Wasserturm, welcher früher wechselweise als Archiv, Gefängnis, Folterkammer und Schatzkammer genutzt wurde. Heute befindet sich darin das Vereinslokal des Artillerievereins Luzern und im unteren Teil ein kleiner Souvenirladen. Kleiner Geheimtipp von mir: Wer dem Flusslauf der Reuss folgt, findet ganz in der Nähe die Spreuerbrücke. Diese Brücke ist deutlich kürzer und wurde etwas später erbaut, aber ist seither erhalten geblieben und ist ebenfalls mit weiteren der historischen Bilder im Giebel ausgestattet. Von hier aus kann man auch richtig tolle Bilder vom spektakulären Reusswehr machen. Löwendenkmal. Es ist eines der bekanntesten Denkmäler der Schweiz. Sogar der bekannte Schriftsteller Mark Twain philosophierte bereits über das Löwendenkmal und nannte es das traurigste und bewegendste Stück Stein der Welt. Das Denkmal gedenkt den rund 1000 Schweizer Gardisten, die Ludwig dem 16. in Paris dienten und ihre Pflicht mit dem Leben bezahlt haben. Mit ihrem sprichwörtlichen Löwenmut und bedingungsloser Loyalität versuchten sie während der Französischen Revolution, das Leben des Königs bei der Erstürmung seiner Residenz zu beschützen. Die Garde wurde nahezu restlos vernichtet. Ein Offizier war zu dieser Zeit auf Heimaturlaub, Karl Pfeiffer von Altishofen. Der Tod seiner Kameraden schmerzte den Schweizer über Jahre so sehr, dass er später den Bau des Löwendenkmals initiierte. Der trauernde Löwe würdigt diesen selbstlosen Helden. Das Denkmal kann in einem kleinen Park im Zentrum der Stadt bewundert werden. Wenn einmal kurz keine Touristen anwesend sind, könnte man völlig vergessen, dass man sich mitten im Zentrum von Luzern befindet. Direkt anliegend zum Park findet man noch den Gletschergarten. Im Gletschermuseum erfahren Sie alles über Eiszeiten und Gletscher. Nach dem kurzweiligen Besuch lohnt sich insbesondere mit Kindern noch ein anschließender Besuch im Spiegellabyrinth. Altstadt und Fritschibrum. Verwinkelte enge Gassen und Häuserfassaden mit malerischen farbigen Fresken erwarten einen beim Spaziergang durch die Luzerner Altstadt. Man sollte sich daher beim Stadtbummel nicht zu sehr von den Schaufenstern der Läden ablenken lassen und lieber einmal den Blick über die Häuserfassaden schwelgen lassen. Besonders beeindruckend fand ich die Fresken beim Kronenmarkt, am Zunfthaus zu Pfistern und beim Sternplatz am Restaurant Fritschi.
Auf dem Kappelplatz ist der Legende nach die Luzerner Fasnachtsfigur Bruder Fritschi begraben. Heute steht dort der farbenfrohe Fritschi-Brunnen. Der Brunnenstock zeigt die Fritschi-Familie und darüber befinden sich Masken aus dem vorletzten Jahrhundertwende, sowie der Bannenträger, der zur Oberst thront. Auf dem Kappelplatz beginnt jedes Jahr am schmutzigen Donnerstag die Fasnacht, welche die Stadt eine Woche lang fest im Griff hat und erst in den frühen Morgenstunden des Aschermittwochs ausklingt. Mooseggmauer. Bei der Mooseggmauer handelt es sich um die alte Stadtmauer, welche wie der Wasserturm und die Kappelbrücke das Ortsbild markant prägt. Die Mooseggmauer ist der zweite äußere Befestigungsring auf der Nordseite der Stadt. Von ursprünglich 10 Türmen sind 9 noch erhalten. 2 der Türme können für Anlässe sogar gemietet werden. Der Nöli-Turm und der Pulverturm. Wer einmal das große Glück hat, kann damit einen kleinen Blick hinter die Kulissen der alten Zünfte werfen. Vom 1. April bis einschließlich 1. November können die 4 Türme, Männli-Turm, Zietturm, Wachturm und Schirmerturm, tagsüber besichtigt und auf der Stadtmauer entlang spaziert werden. Besonders lohnenswert ist dabei der Zietturm, mit der ältesten Uhr der Stadt. Das Ziffernblatt mit den Zahlen ist so groß, dass die Zeit früher auch von den Fischern im Luzerner Seebecken problemlos abgelesen werden konnte. Im Inneren kann der frei einsehbare Mechanismus der Uhr bestaunt werden. Speziell dabei ist, dass die zur Uhr gehörende Glocke eine Minute vor den Kirchohren der Stadt Luzern zur vollen Stunde schlägt. Warum das so ist, ist mir leider nicht bekannt. Schreibt es mir doch in die Kommentare, wenn ihr den Grund kennt. Übrigens, die Mooseggmauer steckt trotz ihres Alters voller Leben und ist durch ihre Beschaffenheit Lebensraum für etliche Tierarten. Darunter auch seltene Brutvogelarten wie die Turmdohle, Gänsesäger, Alpen- und Mauersegler. Außerdem nutzen Fledermäuse die Mauer als Tages- und Überwinterungsquartier. Des Weiteren nutzen Mauereidechsen, Wild- und Honigbienen, Spinnen, Schnecken und eine spezialisierte Mauerflora die Mauer in unterschiedlicher Weise als Lebensraum. Bobaki. Das kreisrunde Gebäude war früher ein drehbares Parkhaus und liegt ganz in der Nähe des Löwendenkmals. Im Untergeschoss befindet sich heute ein Kino und im Erdgeschoss ein Restaurant. Besonders empfehlenswert ist aber das 360-Grad-Panoramagemälde im Obergeschoss. Es ist 10 Meter hoch und hat einen Umfang von 112 Metern. Das Gemälde zeigt die Armee des gleichnamigen französischen Generals Bourbaki. Nach dem Grenzübertritt in die Schweiz am Ende des Deutsch-Französischen Krieges von 1870-71. Der Betrachter soll miterleben, wie die Soldaten entwaffnet und von der Zivilbevölkerung umsorgt wurden. Das Gemälde ist praktisch eine Anklage des Krieges und ein Zeugnis der ersten humanitären Aktion des Roten Kreuzes. Der Bereich vor dem Gemälde wurde plastisch gestaltet, wodurch eine dreidimensionale Illusion entsteht und den Besucher praktisch in die Szene von damals entführt. Verkehrshaus der Schweiz. Wer mit dem Wetter Pech hat und Luzern bei einem seiner Regentage besucht, sollte sich nicht zwangsläufig ärgern. Im Verkehrshaus der Schweiz gibt es auch bei schlechtem Wetter viel zu entdecken und zu erleben. Jede Menge Unikate, die zum Teil auch begehbar sind. Hier findet man sogar ein U-Boot, welches im Genfer See fuhr. Das interaktive Museum besticht nicht nur durch seine Exponate, sondern durch jede Menge Dinge zum Anfassen, Ausprobieren und Interagieren. Hier kann man locker einen Tag verbringen. Wer nicht so auf Fahrzeuge und das Transportwesen abfährt, findet im gleichen Gebäude noch jede Menge andere Erlebnisse für Schlechtwettertage. Für Schleckermäuler gibt es im Swiss Chocolate Adventure jede Menge zu degustieren und Wissenswertes über Entdeckung, Herkunft, Herstellung und Transport von Schokolade zu erfahren. Wer zu den Sternen greifen möchte, sollte unbedingt im Planetarium vorbeischauen. Film- und Naturdoku-Fans kommen im IMAX-Kino auf ihre Kosten. Technik-Fans werden in der Media World glücklich. Kunstliebhaber können auf dem gleichen Gelände bleiben und müssen nur das Gebäude wechseln. Das Hans-Ernie-Museum zeigt mit über 300 Werken einen Querschnitt durch das umfassende Werk des renommierten Schweizer Malers, Grafikers und Plastikers. Schlendern an der Seepromenade. Wer dagegen mit dem Wetter Glück hat, dem kann ich empfehlen, sich bei Amorino ein Eis zu kaufen. Die machen echt kleine Kunstwerke.
und gemütlich an der Seepromenade entlang zu schlendern. Statt nur von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten zu stürzen, kann man hier die Seele baumeln lassen und den See mit den unvergleichlichen Alpenpanorama auf sich einfach mal wirken lassen. Daran kann man sich hoffentlich nie satt sehen. An der Seepromenade findet man die traditionsreichen bekannten Luzerner Hotels und das historische Seebad Luzern. Die schwimmende Holzstruktur erinnert an vergangene Zeiten. Ideal für hoffnungslose Romantiker. Von der Seepromenade und vor allem auf der gegenüberliegenden Seite beim KKL starten viele der Ausflugsschiffe der SNG. Neben wirklich schönen Rundfahrten kann man hier auch Events oder Themenfahrten genießen. Ob Weinverkostung, Krimi-Dinner, Frühstück oder ganz klassisch Fondue oder Raclette-Plausch. Während es draußen langsam dunkel wird, kann man während der Fahrt im Inneren ein feines Fondue oder Raclette schlemmen. Perfekt im Winter. Man sollte aber unbedingt vorher reservieren. Hofkirche und Jesuitenkirche. Die Hofkirche ist wahrscheinlich die wichtigste Kirche für die Stadtbevölkerung von Luzern und beherbergt etwas ganz Spezielles. Bereits im 8. Jahrhundert stand an der Stelle der Hofkirche ein kleines Kloster. Heute steht dort ein beeindruckender, geschichtsträchtiger Bau, welcher von einem Mix aus verschiedensten Baustilen geprägt ist. 1633 wurde die Kirche bei einem Brand zerstört. Nur die beiden imposanten Türme der Kirche blieben bestehen. Die Schatzkammer der Hofkirche beinhaltet sehr alte und bedeutende sakrale Stücke. Schweizweit einzigartig ist die Ausmalung des Schatzkammerraums im Art Deco-Stil. Ebenfalls einzigartig, das Fernwerk der großen Hoforgel hat mit der sogenannten Regenmaschine ein besonderes Effektregister. Da ich musikalisch ein absoluter Laie bin und dies schlecht mit eigenen Worten erklären kann, lese ich euch die Beschreibung dazu am besten einfach vor. Es handelt sich um eine Holztrommel, die mit Orgelwind angetrieben im Kreis gedreht wird. Die Trommel ist mit Blech ausgeschlagen. In der Trommel befinden sich Metallkugeln, die über Schikanen an der Blechwand der Trommel schlagen. Die Regenmaschine ermöglicht es zusammen mit tiefen Pedalregistern, Klanglawinen bis hin zu Orgelgewittern zu erzeugen. Dieser Effekt der Orgel soll wohl absolut einmalig sein. Schon von Weitem erkennbar, direkt an der Reuss gelegen und strahlend schön ist die Jesuitenkirche. Innen sehr hell und freundlich gestaltet. Wenn man sich die Kirche heute anschaut, kann man sich schwer vorstellen, dass die Jesuitenkirche sehr lange ohne ihre charakteristischen Zwiebeltürme auskommen musste. Erst Ende des 19. Jahrhunderts, 200 Jahre nach der Fertigstellung der Kirche, wurde das Versäumte, finanziert durch eine Tombola, nachgeholt. Pilatus. Der Hausberg der Stadt Luzern ist immer ein Ausflug wert. Die Fahrt hinauf ist zwar nicht ganz günstig, aber die Aussicht und bei gutem Wetter die Weitsicht entschädigen allemal. Wer von der Talstation Alp nach Stadt den Weg nach oben nimmt, nutzt zugleich die steilste Zahnradbahn der Welt. Bevor es jetzt wieder einen Aufschrei gibt, Zahnradbahn, nicht Seilbahn oder Standseilbahn. Die Zahnradbahn gehört mit zu der bei Touristen beliebten goldenen Rundfahrt. Zu dieser gehört neben der Fahrt mit der Zahnradbahn auch die Fahrt mit der Luftseilbahn und Panorama-Gondelbahn am Pilatus und eine Schifffahrt auf dem Vierwaldstätter See. Luzerner fahren aber weniger auf den Gipfel ihres geliebten Hausbergs. Einheimische steigen eher an den Stationen Kreenzer Eck oder auf der Mittelstation Fragment Eck aus und nutzen das Gebiet rund um den Pilatus für eine schöne Wanderung und zum Grillieren. Das ist zum einen weniger überlaufen und wesentlich günstiger. An der ersten Station Kreenzer Eck gibt es für Kinder mit dem Piloland einen großen Spielplatz, für die Erwachsenen Grillstellen und Picknickplätze. An der Mittelstation Fragment Eck bieten eine Sommerrodelbahn, ein Wipfelfahrt, der Treckenkleider und ein Seilbrock mehr Möglichkeiten für Action. Wie am Anfang des Videos versprochen, folgen nun noch meine ganz persönlichen Tipps. Den schönsten Ausblick in Luzern gibt es meiner Meinung nach vom Ditschiberg. Etwas unterhalb des Schlössli Utenberg führt ein Weg hinauf zu dieser Stelle. Den Link zum genauen Standort stelle ich euch in die Videobeschreibung. Zum Abschluss dieser Folge bekommt ihr von mir noch drei persönliche Restaurant-Tipps für Luzern. Zu meinem Lieblingsitaliener müsst ihr nach Kreenz ins Alforno. Den schätzen auch die Spieler vom SC Kreenz und FC Luzern.
Meine Leibspeise dort sind Penne Facchinetti. Im Winter geht nichts über ein Fondue im Außenbereich, direkt an der Reuss, unter der Egg, beim Zunfthaus zum Pfistern. Sehr romantisch und eine Riesenauswahl an verschiedensten Fondues. Keine Angst, zu kalt wird einem dort nicht. Für die nötige Wärme bekommt man Decken und wohlig warme Kirschsteinsäcke. Für mich mit Abstand das beste Restaurant mit immer herausragendem Service ist das Bolero. Hier gibt es Tapas, Fajitas und Wunschpaellas. Für mich ist der Besuch dort jedes Mal ein Highlight. Und die Vorfreude verschönert mir den ganzen Tag. Die Links zu den Restaurants habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Weitere Tipps findet ihr wie gewohnt mit Sicherheit in den Kommentaren. Bin wie immer sehr auf eure Meinung und eure persönlichen Tipps gespannt. Wenn euch das Video gefallen hat, so könnt ihr mich mit einem Like und Abo unterstützen. Ciao zusammen, bis zu meinem nächsten Video. Euer Mike.